nicht so viel gekauft. Da gibt es einige, aber. Fehlkauf? Was hast du denn gekauft? Mein letzter Fehlkauf. Ich würde sagen, ein etwas teureres T-Shirt, das ein paar Nummern zu groß ist. Also ich habe es ein paar Mal anprobiert zu Hause, aber ne. Staubsauger funktioniert nicht richtig. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache, aber manchmal der nimmt die Dinger nicht richtig auf. Ja, ein Staubsauger. Ich glaube, das ist so typisch Klamotten irgendwas, was einem im Laden gefällt, so ein T-Shirt und was zu Hause im Schrank verschwindet und man nie wieder anzieht. Ich habe letztens ein paar Schuhe gekauft, da dachte ich, die werden echt super sein. Also so dieses typische, ne, im Laden angezogen, so gedacht, boah, top, und dann zu Hause gemerkt, ey, ich weiß gar nicht, wozu ich die anziehen soll, und jetzt stehen die da seit einem Jahr oder so. Zu viel Essenssachen halt. Ich wollte unbedingt eine Kordhose haben und im Moment, ich weiß auch nicht, die Mode, die ist aktuell, die ist nicht so geschnitten, also nicht so für mein Bein, für meinen Körper, das ist alles so zu weit und ich dachte, ich traue mich da mal ran. Habe aber dann gedacht, dass das irgendwie nicht so altersgerecht ist und das sah einfach nicht cool aus. Das war auf jeden Fall ein Fehlkauf. Mein letzter Fehlkauf, ich werde nicht sagen, was es genau ist, aber das war mit Sicherheit eine Aktie. Das gehört halt auch leider ab und an dazu. Ich mache, glaube ich, keine Fehleinkäufe. Ich überlege mir das lang genug und dann ist es kein Fehleinkauf. Ich mache keine Fehlkäufe. Ja, gute Frage. Ich habe mir einen Vertikutierer gekauft für meinen Rasen zu Hause. Habe ich bis heute noch nicht genutzt. Das war dann mein letzter Fehlkauf. Ich weiß gerade echt nicht, was ich mir in der letzten Zeit gekauft habe, wo ich sage, dass. Ne. Ich habe mir ein Ladekabel gekauft für mein Handy. Und dann habe ich mein altes Ladekabel wiedergefunden. Das war vor ein paar Tagen. Ich bin so der Typ eigentlich, ich gehe in den Laden rein, ich sehe etwas, gehe wieder nach Hause, überlege es mir und komme wieder. Manchmal ist es dann weg, aber so, ich habe nicht so viele Fehlkäufe dadurch. Also mein letzter Fehlkauf war tatsächlich vor ein paar Tagen. Das Trampolin war kaputt und ich sollte eine Stange nachbestellen, aber die war viel zu klein. Also war ein richtiger Fehlkauf. Muss eine neue bestellen.